Hallo, liebe Vinylfreunde. Jo, das ist ja schon verdammt lang her, als dieses Bob-Album zum Ausschneiden gekommen ist. Ja, ich weiß es noch genau, ich war noch im Vorschulkindergarten. Das war so Anfang 82, da haben meine Eltern sich diese Schallplatte gekauft. Aber das ist die nicht von meinen Eltern, die habe ich mir nochmal auf dem eBay nochmal nachgekauft. Jo. Und dann sah ich das auch hier schon, die ganzen Scheren-Symbolen. Da wollte ich als Kind sofort anfangen auszuschneiden. Aber das habe ich dann 2009 gemacht. Aufgepasst. Da. In der Tat, 2009 hatte ich mir mal im Flohmarkt die Platte nochmal gekauft. Und habe wirklich dann alles hier ausgeschnitten. Das Plattenlabel dann noch, das noch ausgeschnitten. Aber es ist auch schon lange, verdammt lang her, wie ich das hier zusammengebastelt habe. Hier habe ich wieder auch noch was geschrieben. Ich konnte das Video jetzt noch mal kurz anhalten. Auf jeden Fall hier ist ein Druckfehler, da war ich 6 Jahre alt, das stimmt nicht. Da war ich noch 6 Jahre alt. Dann habe ich mir dann vor 12 Jahren, jetzt ist das schon her, das wirklich alles ausgeschnitten. So wie das Album heißt, für Uskeschnigge, habe ich das in der Tat gemacht. Ja. Und ihr wisst ja auch jetzt, die Platte, die ist schon verdammt lang her auf dem Markt. 40 Jahre ist das schon her, als diese Platte zum ersten Mal in den Plattenläden gab. Aber es ist noch nicht ganz 40 Jahre her, wie das erstmal verdammt lang her, wie das in den Charts kam. Das kam bei 82, kam das ja erstmal so richtig in den Charts. Ja. Das ist auch schon so ein bisschen hier. Ich habe das so ein bisschen entstaubt, aber das ist auch schon. Das hängt also nach hinten. Ja, und das habt ihr das mal gesehen. So, auf. Pappe. Ja. Verdammt lang her ist es schon. Wie die Zeit vergeht. Aber ja, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.